Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Unity bedeutet im Englischen Einheit, bedeutet aber auch Einigkeit und Geschlossenheit. Im Bundesstaat Unity von Südsudan leben 1,4 Millionen Menschen, sind am stärksten zurzeit bedroht im Südsudan von der Hungersnot, von Kämpfen, von permanenter Angst, von traumatisierten Kindern und vielem mehr. Diese Menschen haben nichts von Einigkeit, von Einheit und Geschlossenheit. Im Südsudan wurde eine offizielle Hungersnot ausgerufen. Das ist nur irgendwelche Warnungen, wie meistens die erste Stufe ist, wenn Hungersnot sich anzeigt. Eine offizielle Hungersnot ist die schlimmste aller Fälle, das Schlimmste, was man sich in diesem Bereich überhaupt vorstellen kann. Südsudan ist der jüngste Staat der Welt. Wie euphorisch waren wir alle hier gewesen im Plenum. Viele Kollegen und Kolleginnen erinnern sich noch daran, wo nach 22 Jahren Bürgerkrieg wir endlich hier diesen Staat aus der Taufe haben heben können. 2 Jahre hat es gehalten. Und danach ging der Bürgerkrieg hoch. Und das unterscheidet sich auch von den anderen Ländern, die zurzeit bedroht sind in Ostafrika, von Naturkatastrophen wie El Niño und vieles andere mehr, die Dürre daherbringen, die Überschwemmungen daherbringen und natürlich die Ernten auch vernichten. Der Bürgerkrieg ist der entscheidende Unterschied. Wo Aushungern als Waffe eingesetzt wird, wo die Bauern geplündert wird, wo das Vieh dahin stirbt, man sagt, zuerst stirbt das Vieh und dann stirbt der Mensch. Getreide wird vernichtet zu Massenvergewaltigungen, Zivilisten werden gezielt bombardiert, Kinder zu Kindersoldaten rekrutiert und vieles mehr. Es findet eine ethnische Säuberung statt. Eine ethnische Säuberung zwischen den zwei rivalisierten Gruppen Salva Kiir mit der Regierung verbündeten Milizen und auch die Truppen des Rebellenführers, seines Gegners Riek Machar. Und es stehen hier im Nichts nach. Es ist ein gewolltes Chaos, was hier auf den Weg gebracht worden ist. Das Vermögen beider hat sich während des Bürgerkriegs, das ist schon von den Kolleginnen und Kollegen angesprochen, um ein Vielfaches hier vermehrt. Es geht um die Macht im Land. Es geht um die großen Ölreserven im Land, die 97% der Staatseinnahmen ausmachen und die ausschließlich hier an China fließen. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass das Waffenembargo, das der Weltsicherheitsrat hier voranbringen wollte, dass dieses Waffenembargo hier an China und an Russland gescheitert ist. Und auch wenn der Sicherheitsrat diese Woche einen neuen Anlauf gemacht hat, sind es wieder nur Empfehlungen geworden und es wird auch diesen Worten werden keine Taten folgen. Und wir müssen auch eines sehen, dass es hier um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit geht. Wir haben über 3 Millionen Flüchtlinge, 2 Millionen Binnenflüchtlinge allein im Land. 1,5 Millionen haben ihre Zuflucht in den Nachbarländern gesucht. In Uganda sind es allein 800.000 Menschen. Und der Kollege hat vollkommen zu Recht gesagt, jetzt fliehen sie noch in die Nachbarländer. Vor Hunger, vor Angst, vor Gewaltigungen, um ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Aber die Grenze zum Sudan ist offen. Und Sudan grenzt an Libyen. Und wir wissen, was vor der libyschen Küste liegt, das ist Europa. Auch das muss man auch in diesem Zusammenhang sehen. Deswegen muss die Weltgemeinschaft, es ist eine Conditio, die wichtig ist, dass die Weltgemeinschaft hier wirklich auch aufwacht. Wir müssen sehen, was passiert hier. Deswegen bin ich auch dankbar für diese Debatte, die hier ist. 1 Million Menschen haben wir keinen Zugang. Wir haben keinen humanitären Zugang. Wir haben hier auch vom Ministerium haben wir auf Hungermodus. Wir haben umgeschalten. Wir unterstützen jetzt primär die vulnerablen Bevölkerung. Das sind Familien, das sind Kinder, das sind Frauen, die auch vergewaltigt werden. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir Zugang bekommen zu Gegenden. Es werden die internationalen Hilfsorganisationen werden zurzeit daran gehindert, in große Teile des Landes vorzukommen. Es wird UNMISS daran gehindert, unterstützend auch hier mit tätig zu sein. Und ich habe ein ganz großes Dankeschön, glaube ich, müssen wir sagen, an die vielen Helfer, die trotzdem, trotz großer Gefahr für ihr Leben und für ihr Leib, trotzdem noch dort unten aktiv sind. Seit
2013 sind 79 Helfer und Helferinnen gestorben. 79 Helfer und Helferinnen, die für die Ärmsten der Armen da sind. Und letzte Woche allein 6 Helfer, die versucht haben, nach UNITI durchzudringen mit einem Konvoi mit Hilfsmitteln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Regierung schämt sich auch nicht, mit diesen Hilfeleistungen Geld zu machen. Früher hat ein Visa $100 gekostet. Jetzt kostet ein Visa für einen Helfer fast $10.000. Man muss sich vorstellen, nur damit sich die Regierung und die vielen an der Spitze dieses Landes die Taschen auch hier mit voll machen können. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich glaube, eines muss man auch sehen. Auch wir sind gefragt. Die Weltgemeinschaft ist gefragt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns, die Weltgemeinschaft, sich an die Katastrophen gewöhnt hat. Es ist selbstverständlich geworden, dass man darüber redet. Es ist nicht mehr aufgeschreckt. Und ich glaube, wir dürfen nicht mehr wegschauen. Es darf einfach nicht mehr sein, dass 1,6 Milliarden gefordert sind, notwendig sind, um die Menschen zum Überleben zu bringen und 1,4 Milliarden immer noch fehlen. Das ist eine Schande für uns, das ist eine Schande für uns Christen. Und ich glaube, alle sind hier gefordert. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Nächster Redner, Christoph Stresser für die SPD-Fraktion.